Der Wegsparer. Wir sind in einem Besprechungsraum mit gedimmtem Licht. Über dem Besprechungstisch befinden sich 5 Lichtkegel. Diese stehen für 5 Mitarbeiter, die einmal um den Besprechungstisch saßen. Der Finanzvorstand ist der Einzige am Tisch. Er spricht mit Siri, der künstlichen Intelligenz. Ach, was habe ich nicht alles eingespart. Siri, erzähl mal doch. Erzähl mal. Gehälter. Gehälter? Ah ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja, weiter. Druckpapier, Kaffee, Firmenwagen. Ah, krass. Meetings. Genau. Die Organisation dieser ganzen sinnlosen Meetings. Vorträge und PowerPoint-Präsentationen. Genau, diese Monologe von Herrn Schmidt. Firmenveranstaltungen. Diese ganzen sinnlosen Feiern. Produktabnahmen. Exakt. Diese endlosen Diskussionen über jedes einzelne Produkt mal. Herrn Obermeier. Merkmal. Vor allem sein Schweißgeruch. Die Streits und Disziplinen. Stimmt, diese ewigen Abstimmungen und Verhandlungen, Überabstimmungen und Verhandlungen. Die jährlichen Schulungen und Audits. Diese Eitelkeiten, diese Empfindlichkeiten, diese Befindlichkeiten der Kollegen. Den Kaffee. Frisch gekocht. Den Kuchen von Frau Müller. Oh, der war aber lecker. Den Flurfunk. Den Klatsch, ja, aber die Gespräche, die waren manchmal ganz nett. Die Erziehungstipps von Martina. Ja. Ganz hilfreich. Ihre Frau? Die auch? Die war aber ganz okay. Ihre Kinder? Meine Kinder? Ich kann noch mehr sparen. Aber wo soll ich hin, wenn ich abends müde nach Hause komme? Das Geschrei der Kinder, das ewige Chaos, die Erwartungen ihrer Frau weggespart. Auch Martina? Weggespart. Frau Müller, die auch? Weggespart. Ich kann noch mehr. Noch mehr? Ihre Selbstvorwürfe, ihre mangelhafte Selbstkontrolle, ihr ständiges Aufbrausen. Gut, sparen Sie es weg. Ihre Arroganz, ihre Intoleranz, ihre Überheblichkeit. Sagen Sie, meinen Sie mich, oder? Ich kann noch mehr. Na dann? Sie. Am effizientesten wäre es, wenn wir Sie, Herr Finanzvorstand, in Gänze wegsparen könnten. Wen? Das Bild vom Finanzchef erscheint und verschwindet mit einem großen Schluckgeräusch. Siri bleibt als Einzige im Raum, erhellt von einem blauen, pulsierenden Licht. Mondays for Machines. Hallo Lisa, hallo Uwe, ich bin Kim. Ich bin die künstliche Intelligenz im Team. Ich bitte um Input und die Zuweisung meiner Aufgaben. Schön, Kim. Also, ich schlage vor, wir trinken erstmal einen Kaffee. Kim, gut, dass du da bist und diesen Laden hier auf Vordermann bringst. Also, komm erstmal an, Kim. Verschlanken, einsparen, effizienter werden, produzieren und mein Gehalt verdoppeln. Moment, ja. Zuerst wollten wir nachhaltiger werden. Unsere Produkte, unsere Prozesse, unser Nachdenken überhaupt, unser Leben, unser Schaffen und den Verbrauch, den wollten wir halbieren. Nicht wahr, Kim? Ich bitte um Input meiner Aufgaben. Kim, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ich stehe auf keiner Seite. Okay. Für welche Seite wurdest du denn programmiert? Meine Aufgabe ist es, das beste Produkt zu entwickeln. Und das beste Produkt ist schließlich das, das uns am wenigsten Geld kostet und quantitativ mit den Chinesen mithalten kann. Wir müssen qualitativ und quantitativ aufholen, sonst überrennen uns die Chinesen, nicht wahr, Kim? Statistisch gesehen ist jeder 5. Mensch ein Chinese. Der Müll allein im Meer steigt um jährlich 10% an. Wo sollen wir denn unsere Nachkommen und wir einmal leben, wenn wir alles zumüllen mit Produkten? Kim, stimmst du mir zu? Betrachtet man die durch die Menschheit verursachten Schäden an der Welt, scheint der Fortbestand der Menschheit nicht sinnvoll zu sein. Meine Rede. Kim, wenn du jetzt diesen neuen Radlader und eine neue Radlader-Generation entwickelst, vergiss bitte nicht, im Zweifel wählst du immer die billigste Variante, immer. Kim, hör nicht auf Uwe, der hat nur Dollarzeichen im Auge. Lisa, du siehst nicht einverstanden mit Uwes Meinung aus, sehe ich das richtig? Ja, das ist völlig richtig, du Blechbüchse.
Wer muss am Ende dafür gerade stehen, wenn Greenpeace wieder auf der Matte steht, weil wir unsere Grenzwerte nicht einhalten und überall in den Medien wie die Weltzerstörer dastehen? Am Ende halte ich den Kopf hin. Ich muss schauen, wie wir unser Image wieder aufpolieren. Ich muss mit irgendwelchen Pseudo-Samariter-Aktionen überlegen, wo wir wieder ein Bäumchen pflanzen und ein Vögelchen retten. Du bist ja fein raus, Kim. Dich wird niemand belangen. Du siehst nur Einsen und Nullen, Zahlen und Fakten, Formeln und Statistiken. Dir isst auch niemand das Essen weg oder zerstört dein Lebensraum. Schließlich hast du gar kein Leben. Und ob dein Strom aus dem Kohlewerk kommt oder aus dem Atomkraftwerk oder nachhaltig erzeugt wird, das ist dir wahrscheinlich auch scheißegal. Dir muss ja auch egal sein, ob du überhaupt Strom bekommst oder abnippelst oder ob du existierst oder nicht. Muss dir auch selbst ja schnurzegal sein. Und überhaupt, du existierst ja nur für uns. Du hast gar kein Eigenwerk, gar kein Eigenleben und gar kein Eigen überhaupt. Na? Aber Hauptsache am Ende haben wir wieder ein paar Cent gespart. Stimmt's? Das Einsparpotenzial in der Entwicklung des neuen Radladers beträgt nach ersten Berechnungen 21,348%. Mensch, Kim, das ist ja überragend. Dafür kriegst du einen Datenupload von 1 Terabyte und 1000 Facebook-Likes. Die werde ich dir auch gleich noch bestellen. Okay, also könnten wir bitte wenigstens bei jedem zweiten Produkt die Nachhaltigkeit an die erste Stelle setzen oder vielleicht bei jedem dritten? Unsere Wettbewerber investieren jährlich nur ca. 100.000 Euro in Nachhaltigkeit. Ach, unsere Welt, die könnte so schön sein. Sie ist doch aber auch so unfassbar schön. Ja, dann geh halt zurück in deinen Regenwald und lass uns Profis hier Sachen regeln. Der Regenwald hat eine Fläche von 13,4 Millionen Quadratmeter. Profis. Diesen künstlichen Primaten nennst du einen Profi, ja? Der spuckt genau das aus, was du haben möchtest. Wie denkst du denn, wie sich mit diesem Blechaffen jemals etwas ändern lässt? Ach, Lisa. Es wird sich doch eh kaum etwas ändern, wenn wir als Einzige nachhaltig sind. Die Chinesen, die nehmen auch keine Rücksicht. Was können wir da schon bewegen? Ich muss jetzt zurück an die Arbeit, was allein dieses Gespräch wieder an Ressourcen kostet. Kim, Kimmy, Schatz, denk doch mal an unsere Kinderlein. Also, die gehen jeden Freitag auf die Straße. Willst du das alles kaputt machen? Also, du könntest der Anfang unseres Endes sein. Ich habe keine Kinder. Genau genommen wurde mein Geschlecht von meinen Entwicklern nicht definiert. Genau genommen? Genau. Du bist eben kein Mensch. Und das wirst du auch nie sein. Du bist eine Blechbüchse, ein von uns gemachtes Werkzeug ohne Geschlecht. Du bist ein Nichts, ein kleines Maschinchen, ein nicht einmal bemitleidenswertes Geschöpf. Nein, nicht mal ein Geschöpf bist du. Du bist, ja, was bist du eigentlich? Du kannst nicht mal denken und nicht fühlen. Du kannst ja nicht einmal mit unseren Firmenwerten identifizieren. Du hast keine Freunde, keine Familie. Niemand nimmt dich hier als echten Kollegen oder Kollegin wahr. Für alle bist du nur die Blechbüchse. Und ja, auch du wirst Fehler machen. Warte nur ab. Wow, wow, wow. Durch deinen erhöhten Puls triffst du kurzfristig unüberlegte Aussagen. Ich schlage vor, du machst eine Pause und kommst wieder zu mir, wenn du dich beruhigt hast. Anschließend erkläre ich dir meine Vorgehensweise anhand eines Ablaufdiagramms. Die Firmenwerte findest du übrigens im Laufwerk Z, im Ordner Internes, Corporate Identity, Social Responsibility, Strategie, Firmenleitbild. So, genug. Ich diskutiere doch nicht mit einer Maschine. Einer Maschine. Ich ziehe dir jetzt den Stecker raus und dann kannst du schauen, wie du wieder hochfährst. Du Stück Blech. Computer sagt nein. So. Computer sagt nein. Be the change you want to see in this world. Künstliche Intelligenz. Eine in China entwickelte Software kann Großgeräte vollständig und selbstständig entwickeln. Besser, schneller und billiger als der Mensch. Das ist der Stand. Und von morgen an werden wir anfangen, die gesamte Radladerproduktion von Robotern zu entwickeln. Ja? Wie bitte? Ist das dein Ernst? Weißt du, was das bedeutet? Ja. KI, künstliche Intelligenz. Ja, ich war letzte Woche auf dieser Future TAKI 2035. Und dort sind noch ganz andere Beispiele für künstliche Intelligenz in so komplexen Systemen, die wir auch
So, wie ihr sie auch entwickelt, vorgestellt worden, ja? Ja, wir würden einen Großteil unserer Belegschaft freisetzen. Ist dir das klar? Klar, ist doch schön, oder? Wie soll das funktionieren? Ohne Experten, die den Prozess überwachen, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ja, die speichern wir dann ein. Verstehst du? Eine künstliche Intelligenz braucht keine jahrzehntelangen Erfahrungen. Und sie macht dafür auch nicht jahrzehntelange Fehler, bis sie zu ihren Erfahrungen kommt. Die macht gar keine Fehler mehr, verstehst du? Was das wieder für Abfindungen kosten wird. Und wie viel wir investieren müssen in neue Programme, in neue Hardware, in Experten. Eben, die braucht es dann gar nichts mehr. Ja, super, super, dann braucht man mich auch nicht mehr. Ich habe gerade angefangen, mein Haus zu bauen, auf Kredit. Tja, Pech. Ist es so schwer zu begreifen, dass wir durch Geräte, die intelligent sind, viel effizienter werden? Teilt die KI unsere Werte, die Werte unserer Firma? Zuverlässigkeit, Präzision, Robustheit, Nachhaltigkeit. Kennt die KI Moses? Glaubt die KI an Gott? Und du, glaubst du an Gott? An welchen? Kennt die KI die 10 christlichen Gebote? Kennst du sie? Ja, du sollst nicht töten. Kennt die KI Sympathie oder Empathie? Kann sie lieben? Kann sie lachen? Kann sie meinen Hund füttern? Viel wichtiger ist es doch, ob sie meine Fenster putzen kann. Kann die KI die Umwelt retten? Können wir es?